Ja, heute hier ein kleines Video zur Biotoppflege. Es geht hier um ein Feuchtbiotop. Das wurde gemeinschaftlich angelegt vor etwas über einem Jahr. Wie man sieht, vieles hat echt gut geklappt, aber diese Grünalgen da in der Mitte, die müssen raus. Sonst läuft der Teich Gefahr zu kippen. Das Dilemma bei diesen Algen ist, man sieht das hier, da sind immer ganz viele Tiere drin. Das heißt, die Algen müssen raus, die Tiere natürlich nicht drin bleiben. Ja, bleibt nichts anderes übrig, muss in den Teich. Das sieht dann so aus. In der Praxis hat man dann hier so eine Kiste und sucht da überall rum, wo vielleicht zum Beispiel so ein paar Schnecken sind. Und wenn man keine findet, kommen die Algen an den Rand. Und dann guckt man noch mal. Immer wieder ganz beeindruckend ist, dass man ganz, ganz schnell in diesem Feuchtbiotopen Frösche hat. Das hier müsste ein Teichfrosch sein. Die werden in der Regel von Enten eingeschleppt, also an den Füßen als Laich. Und jetzt lassen wir den kleinen Kerl wieder frei. Da ist er. Ich glaube, dem geht es ganz gut. Hier hat er irgendwie so einen Kumpel. Alles klar. Bei diesen Algen ist das eigentlich so, also zumindest in den meisten Fällen hier bei den Feuchtbiotopen, in den ersten 2 Jahren muss man da immer mal wieder ran, also so 3 bis 4 Mal im Jahr. Man sieht das hier, ist echt ein dicker Algenteppich, weil das kann echt Gefahr laufen, dass ansonsten die ganze Flora von Algen überwuchert wird, und das will man natürlich auf keinen Fall. Ja, außerdem zieht das Sauerstoff. Normalerweise ist es aber so, nach 1 bis 2 Jahren, wenn man so ein bisschen Flora da ansetzt, hier sieht man das herzblättrige Hechtkraut, dann erhält sich so ein Teich selber. Also dann filtern Pflanzen Nährstoffe raus und reichern mit Sauerstoff an. Und das ist es ja, was man erreichen will. Ja, aber ein bisschen Arbeit ist das halt. Und irgendwie muss ich sagen, macht so eine Arbeit auch einfach super zufrieden.